Der berühmte Roger Wiesel aus der Schweiz. Einmal möchte ich darauf hinweisen, ich weiß jetzt nicht, was an der Siegessäule passiert sein muss. Es kommen, dreht euch bitte um, Hunderte oder Tausende auf uns zu. Begrüßt die mal. Das müssen die Menschen sein, die an der Siegessäule ausgeharrt haben, die unter ganz schönen Umständen von der Polizei repräsentiert wurden, die man jetzt freigelassen hat, die sich uns hier gleich in den nächsten Minuten anschließen werden. Europa erhebt sich! Back at home in the United States, the newspapers are saying that I came here today to speak to about 5,000 Nazis. Zu Hause in den Vereinigten Staaten behaupten die Zeitungen, ich wäre hierher gekommen, um mit 5,000 Nazis zu reden. But I look at this crowd. And I see the opposite of Nazism. Wenn ich in die Menge schaue, sehe ich das Gegenteil. I see people who love democracy. And each behind their litter. Und wir alle heute können stolz sagen, ich bin ein Berliner. Der davon lebt, Menschen mit Coronaviren, Grippeviren und anderen Sachen zu behandeln und der als Arzt gelernt hat, dass es immer wieder neue Erkrankungen gibt, an denen Menschen auch sterben und der trotzdem weiß, dass man davor, wenn man vernünftig damit umgeht und wenn man Infektionsschutz begreift, dass man keine Angst haben muss. Aber es ist natürlich Pflicht von der Politik, eine Verhältnismäßigkeit zu wehren und nicht dem Bürger die letzten Möglichkeiten zu nehmen, auch zu Wort zu kommen und auch zum Beispiel dem Bundeskanzler eine Frage zu stellen. Die Intention für die Veranstaltung ist, dass die Regierung
ihre Verantwortlichkeit erkennt und sieht, dass das Volk mit den Maßnahmen nicht einverstanden ist und daraus die Konsequenzen zieht, die auch zum Beispiel in der DDR gezogen wurden. Dann ist auch der Staatsratsvorsitzende Herr Erich Honecker zurückgetreten und die Amtsgeschäfte wurden von den Grenzkommissarisch übernommen. Und genau sowas muss ja auch passieren. Ich erwarte, dass ein Herr Söder, eine Frau Merkel, ein Herr Spahn ihre Ämter niederlegen und sich ganz einfach untergreifen, erklären, warum sie die Gegenseite mit vernünftigen Argumenten, mit anerkannten Wissenschaftlern nicht gehört haben, sondern nur auf Herrn Drosten gehört haben, der bereits bei der Schweinegrippe und bei der Vogelgrippe genau das gleiche Szenario erklärt haben und bei der Schweinegrippe sehr viele Menschen geimpft wurden und Impfschäden bekommen haben. Und auf denselben hört man jetzt wieder. Ich arbeite in einem Altenpflegeheim, ja. Ich bin unglaublich verärgert, weil durch diese schwachsinnige Maßnahmen, die mein Chef, der Herr Spahn, der überhaupt nicht von der Basis her irgendetwas weiß von der Pflege, der sieht nicht, wie die Alten bei uns liegen und sterben alleine oder durch ein Fenster ihre Angehörigen winken müssen oder in einem Zimmer durch Plexiglas ihre Angehörigen sehen. 100-jähriger Geburtstag, hallo, in 100 Metern Entfernung. Ja, 103-jähriger Geburtstag. Die Menschenwürde. Die Familie durfte nicht ins Zimmer. Das ist doch schön. Tut mir leid, ich bin unglaublich aggressiv in der Beziehung, das gebe ich zu. Es tut mir leid, dass ich Sie angegangen habe und es tut mir leid, dass ich Sie vielleicht persönlich angegangen habe, nur mich betrifft es auch persönlich. Sie haben es jetzt und keiner fragt, wie es uns Pflegepersonal persönlich geht.